Also was uns in Deutschland und auch zu großen Teilen in Europa immer noch fehlt, ist natürlich die großen Kapitalmengen, die wir insbesondere in USA sehen, teilweise auch noch in China. Ansonsten technologisch sind wir wie immer von der Forschung getrieben, sehr gut vorne dabei. Aber in der Kommerzialisierung, Produktisierung braucht man zurzeit halt extrem viel Kapital, so wie die KI zurzeit strukturiert ist. Und da kommen wir mit den Finanzierungsvolumina der USA einfach nicht mit. Ja, da gibt es natürlich so die üblichen Verdächtigen wie eine Aleph Alpha oder sowas, also die in der Schiene der großen Modelle mitmachen. Wir sehen aber interessanterweise auch einige eher hardware-fokussierte Startups im deutschen oder mitteleuropäischen Markt, also Benelux mal mit eingeschlossen, die sich auch in Richtung Hardware-Optimierung, Beschleunigung fokussieren, ohne dass ich da jetzt Namen nennen möchte. Also es ist in jedem Fall eine Chance. Die Frage ist eher, inwieweit ist eine Distraction, also eine Ablenkung, wo ich Ressourcen drauf verwende, ohne dass vielleicht der richtige Benefit bei rumkommt. Ich denke, da steckt viel Chance drin. KI jetzt im weiteren Sinne, nicht nur die generativen großen Sprachmodelle. Aber wir haben da noch auf sehr viel Weg zu gehen. Klassisch kommt es ja eher von regelbasierten Ansätzen. Das fehlt mir im Augenblick ein bisschen. Die KI heute, die gerade so in aller Munde ist, die weiß nicht, was sie tut. Und das funktioniert in vielen Fällen gut, aber bringt natürlich auch ganz andere Risiken mit sich, da sie nicht selber unterscheiden kann, ob sie jetzt Blödsinn verzapft oder tatsächlich eine sinnvolle Lösung verfolgt. Also bis zum Terminator, glaube ich, ist es ein weiter Weg. Auf der anderen Seite, wenn wir gucken, was in Russlands Krieg gegen die Ukraine zurzeit passiert, ist das, glaube ich, etwas, was, also diese Richtung, etwas, was im Markt tatsächlich näher ist, als man denkt und eher im Ansatz ist. Aber das, was tatsächlich den meisten Menschen helfen wird, ist eher ein anderer Ansatz, Unterstützung im täglichen Leben oder ich sag mal Vorverarbeitung von wichtigen oder von Informationen, von Sensoren, die einfach idealerweise, wenn wir da hinkommen, die Notwendigkeit, viele Datenmengen weit zu transportieren, deutlich reduziert. Mhm. 2030 sind nur 6 Jahre, ne? Und es gibt so eine alte Weisheit, Vorhersagen für die nächsten 2-3 Jahre sind immer viel zu optimistisch und für die nächsten 10 Jahre sind sie überhaupt nicht visionär genug. Das Problem ist jetzt, mit 6 Jahren bin ich genau dazwischen. Also wenn wir es nicht schaffen, die KI auf eine andere Hardwarebasis zu stellen, erstickt sie an sich selber. Ich kann nicht es mir leisten, an jedem großen Large Language Model ein Atomkraftwerk davor zu schalten, nur damit es genügend Power bekommt. Also es kann transformativ sein, aber nur, wenn wir die Hardware skalieren können.